Effiziente Klimaschutzpolitik als kurze Micro-Lecture. Ich möchte zwei Grundgedanken erläutern, die in diesem Zusammenhang der Klimaschutzpolitik immer auftauchen. Das eine ist wohlfahrtsoptimale Emissionsmenge aus Sicht der Ökonomik und das zweite ist einheitlicher Preis. Los geht's! Aus ökonomischer Sicht wird es nicht effizient sein, Emissionen auf Null zu reduzieren. Warum? Nun ganz einfach. Wir emittieren ja nicht aus purem destruktivem Vergnügen, sondern mit den Emissionen geht ein Nutzen dieser Emissionen einher. Die Emissionen ermöglichen uns die Bereitstellung bestimmter Güter. Ja? Wir wissen, wenn wir emittieren, dann tragen wir dabei zum Klimaschaden bei. Ja, wir verursachen einen Teil des Klimawandels, das schädigt. Das ist die Grenzschadensbetrachtung oder der marginale Schaden. Andererseits, wenn wir Emissionen reduzieren, dann bringt das Nutzen für die Bekämpfung des Klimawandels, aber es verursacht eben ebenfalls Kosten, nämlich des Verzichts. Das wird man abwägen müssen. Wie kann man sich das vorstellen? Nun erstmal hier, wir haben also eine Grenzschadenskurve, die signalisiert, umso mehr wir emittieren, umso mehr Schädigung werden wir damit verursachen. Pro Emissionseinheit. Ja? Grenzschaden. Das heißt, es wird immer teurer, noch eine weitere Tonne zu emittieren, weil es immer knapper wird, ja? Weil es immer schwieriger wird, dagegen vorzugehen. Umgekehrt gibt es aber auch Grenzvermeidungskosten. Das kann man sich wahrscheinlich ganz gut klar machen, wenn man betrachtet, was passiert, wenn wir keinen Preis für die Emission ansetzen, wenn es also kostenlos ist, sozusagen zum Klimawandel beizutragen, dann haben wir eine bestimmte Sättigungsmenge. Das heißt, mehr als so viel würde eben sowieso nicht emittiert werden. Und jetzt können wir sagen, das reicht nicht, wir wollen Umweltschutz betreiben, wir wollen Klimaschutz betreiben. Das heißt, wir müssen die Emissionsmenge zurückfahren. Und dann bedeutet das, okay, das geht. Auf die ersten Tonnen Emissionen zu vermeiden, wird noch relativ einfach sein. Dort sind die Grenzvermeidungskosten niedrig. Und auf die nächsten Einheiten auch noch zu verzichten, wird ebenfalls gehen, aber dann wird es schon teurer. Ja? Das heißt, wir bewegen uns entsprechend der Grenzvermeidungskosten von rechts nach links, die Kurve entlang nach oben. Und gleichzeitig fallen dann natürlich die Grenzschadenskosten ebenfalls von rechts nach links, entsprechend der Grenzschadenskurve. Und optimal wird diese Menge an Emissionen sein, beziehungsweise diese Menge an Reduktion gemessen von der Sättigungsmenge bis zu x Stern. Okay, soweit. Und dann haben wir das Problem, dass wir unterschiedliche Grenzkosten der Emissionsvermeidung haben. Also diese Grenzvermeidungskostenkurve, die wird an unterschiedlichen Stellen auch unterschiedlich hoch sein. Wenn man nun aber einheitliche Auflagen vorgeben würde, für verschiedene Akteure an verschiedenen Orten, bei verschiedenen Branchen, für verschiedene Verwendungszwecke, dann wird man diese Akteure auch in unterschiedlichem Maße treffen, weil die unterschiedliche Grenzvermeidungskosten haben. Nehmen wir Firma A, die hat Grenzvermeidungskosten entsprechend dieser Kurve. Firma B hat Grenzvermeidungskosten entsprechend dieser Kurve. Firma B emittiert bis zu 900 Einheiten, denken Sie an Tonnen, ja. Firma A nur an die 300, deren Sättigungsmengen sind einfach unterschiedlich. Wenn Sie jetzt sagen, okay, wir wollen die Hälfte der Emissionen reduzieren, wir wollen von insgesamt 1200 Tonnen, ne, 300 plus 900, 1200, wollen wir auf 600 gehen, deshalb darf jeder 300 emittieren, Gleichberechtigung, ne, gleiche Auflagen, gleicher Auftrag sozusagen für alle, emittiere nicht mehr als 300, dann wird Firma A sagen, ach super, mache ich schon. Ja, und Firma B wird auf dieses Emissionsniveau zurückfallen müssen. Und das bedeutet, Firma B hat
diese rot markierte Fläche an Kosten zu tragen. Weil, um auf 300 zurückzugehen, sie relativ hohe Grenzvermeidungskosten bewältigen muss. Okay, so. Und jetzt kommt der einheitliche Preis. Wenn Sie effiziente Klimaschutzpolitik betreiben wollen, dann sagen Ihnen Ökonomen, das müssen Sie mit einem einheitlichen Preis machen. Weil der einheitliche Preis führt dazu, dass die Emissionen dort eingespart werden, wo es am günstigsten ist. In unserem Beispiel mit Firma A und Firma B und dem Reduktionsziel, wir wollen von 1200 auf 600 Tonnen runter, funktioniert das so, dass wenn Sie jetzt überlegen, einen einheitlichen Preis einzugeben, dann können Sie sich überlegen, bei Nullpreis wird 1200 emittiert. Und jetzt lassen Sie den Preis hier einfach Stück für Stück nach oben wandern. Ja? Dann werden sowohl Firma A als auch Firma B entsprechend des Schnittpunkts der Grenzvermeidungskostenkurve mit dieser Preisgeraden immer mehr einsparen. Der effiziente Preis für unser hier gegebenes Beispiel, dass Sie 600 Einheiten reduzieren wollen, ist dieser Preis P Stern. Denn bei P Stern reduziert jetzt nicht nur Firma B, sondern Firma A wird so viel reduzieren. Stellen Sie sich vor, dieser Preis auf die Emission, das ist also eine Steuer. Pro emittierter Einheit muss dieser Betrag P Stern gezahlt werden. Was macht Firma A? Sie wird alle Emissionen vermeiden, die sie für weniger als P Stern vermeiden kann, wo die Grenzvermeidungskosten geringer sind als P Stern. Und sie wird alle Emissionen weiter betreiben, bei denen es teurer wäre, als den Steuerbetrag zu zahlen. Dort wird sie also den Steuerbetrag zahlen, statt zu vermeiden. Daraus kommt diese Kostenfläche. Ja, und es meint eine Reduzierung um 150 Einheiten. Für B ist die entsprechende Schnittstelle hier. Das heißt, B wird 450 Einheiten vermeiden, nicht mehr 600 wie vorher. Dafür wird A ebenfalls 150 vermeiden, nicht mehr wie vorher 0. In der Summe sind wir wieder bei 600. Allerdings hat B jetzt so viel weniger ausgegeben, denn B hatte auch vorher implizit einen Preis für die Emissionen zu zahlen, ne? Der lag bloß höher als P Stern. Und jetzt können Sie sich die gesamtwirtschaftliche Ersparnis ganz gut denken, wenn Sie die Kostenfläche von A darüber spiegeln. Ne? Sie sehen, also tritt natürlich nicht doppelt auf, aber wenn Sie das über die grüne Fläche legen, dann können Sie sehen, die jetzt noch grüne Fläche, das ist die gesamtwirtschaftliche Kostenersparnis bei gleicher Reduktionsmenge. Also, marktbasierte Instrumente zur Emissionsreduktion sind an einheitlichen Preisen orientiert. Eine Möglichkeit ist Emissionssteuern. Solche Emissionssteuern, mit denen wird der Ausstoß jeder Einheit von schädlichem Stoff, also hier von Treibhausgasen, unmittelbar bepreist, ne, mit dem Steuerbetrag. Während bei Emissionshandelssystemen funktioniert es so, dass eine bestimmte Menge an Zertifikaten vergeben wird, nämlich so viel, wie man noch für erträgliche Emissionen hält. Diese Zertifikate müssen vorgewiesen werden, wenn emittiert wird. Sie sind handelbar und die Akteure handeln so lange, wie sie selbst billiger vermeiden können, als sie an Handelspreis beim Verkauf des Zertifikats erzielen. Dadurch führt auch das zu einem einheitlichen Emissionspreis. Das heißt, sowohl Steuern als auch Zertifikatesysteme führen in ökonomischen Modellbetrachtungen zu einheitlichen Preisen und damit zu einer effizienten Reduktion. Zentrale Vor- und Nachteile eines Emissionshandelssystems: Die Zielmenge wird genau erreicht. Das heißt, auch bei Unsicherheit über die Kostenverläufe weiß ich bei Vorgabe einer Zertifikatemenge, dass eben nicht mehr emittiert wird, als ich an Rechten verteilt habe. Es ist zielgenau hinsichtlich der emittierten Menge. Allerdings umgekehrt, der Preis ergibt sich im System. Wenn die Emissionsvermeidung also günstiger ist, als ich erwartet habe, oder günstiger wird
als ich erwartet habe, dann ist der Preis, der sich tatsächlich ergibt, eventuell so gering, dass er keine bedeutenden Anreize mehr für zukünftige Innovationen setzt. Das heißt, bezüglich der dynamischen Effizienz, bezüglich der Anreize, in neue Möglichkeiten zu investieren, in neue Technik zu investieren etc., der ist dann unsicher. Kompromisslösungen, Sie können Zertifikate mit Mindestpreisen oder mit einem Preiskorridor vereinbaren, aber entsprechend könnten Sie auch Steuern mit einer Mindestvermeidung oder einem Mengenkorridor vereinbaren, also von vornherein ankündigen, einzugreifen und den Preis anzupassen, wenn diese Mengenziele verfehlt werden. Beides geht grundsätzlich. Es gibt noch viel mehr Möglichkeiten oder Aspekte, über die man diskutieren könnte, bei denen Preissysteme im Sinne von Steuern und Mengensysteme im Sinne von Zertifikaten sich unterscheiden, aber das führt hier zu weit. Fazit: Es gibt theoretisch eine wohlfahrtsoptimale Emissionsmenge, deren Höhe hängt vom Verlauf der Grenzvermeidungs- und Grenzschadenskosten ab. Das ist zunächst mal natürlich nur ein theoretisches Konstrukt, weil diese Kosten abzubilden ist natürlich nicht einfach, sondern geht mit einer wahnsinnigen Informationserfordernis einher. Aber vom Konzept her ist das der Grund, warum Ökonomen nicht dazu raten, einfach alle Emissionen zu vermeiden. Ja, nicht, weil sie schlechte Umweltschützer sind, sondern weil sie wissen, dass das Kosten verursacht und nicht erreichbar sein wird ohne weiteres. Zweitens, ein einheitlicher Emissionspreis führt in der Theorie dazu, dass sich die Grenzvermeidungskosten aller Akteure angleichen und damit Emissionen verschwendungsfrei, also effizient eingespart werden. Und nochmal, das ist nicht ein Fetisch für Ökonomen, sondern das bedeutet, bei einer begrenzten Anstrengungsbereitschaft der Menschheit schaffen wir so viel wie möglich Klimaschutz, wenn wir es effizient machen. Sowohl eine Steuer als auch ein Emissionshandelssystem können einen solchen Preis theoretisch gewährleisten. Unter Unsicherheit sind die Instrumente mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen verbunden und unter politökonomischen Aspekten gibt es auch unterschiedliche Vor- und Nachteile der verschiedenen Instrumente. Soweit. Tschüss.